Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, letzte Mauer, letzte Infos natürlich, was den Community-Clan angeht, der heute Abend seine Pforten öffnet, aber die letzte Mauer, ich muss noch eine einzige Mauer auf Level 11 machen, dann habe ich die ganzen Mauern, die 25 Mauern, die es als Rathaus Level 11er dazu gab, erstmal in der gleichen Farbe wie alle anderen Mauern. Und während ich hier jetzt mal so einen Gegner suche, wo wir uns so ein bisschen was wegziehen können, erkläre ich euch kurz, wie es um den Community-Clan steht. Also der Clan ist jetzt schon leicht befüllt, das heißt also, weil so ganz alleine kriege ich es natürlich doch nicht hin. Ich habe jetzt schon 2-3 Spieler dort drin, die mich heute Abend unterstützen. Wir sind auch im Discord aktiv, das heißt also, so dass wir uns auch so ein bisschen unterhalten können. Und ich zeige euch gleich nochmal den Clan, zeige euch dann auch nochmal die Randbedingungen und dann denke ich mal, werden wir irgendwie heute Abend, hoffe ich mal, den nehmen wir mit fast 300.000, der ist okay für uns, werden wir dann hoffentlich den Clan irgendwie befüllen können. Ich muss jetzt mal eben so ein bisschen hier mich natürlich nicht großartig konzentrieren. Das ist ja nur stumpfes Gefarme hier, denn ich habe mir jetzt extra die ganze Zeit einen Bauarbeiter freigelassen, der mir hier die Mauern nachmacht, aber ich hatte auch nicht wirklich etwas zum Leveln. Also ich hatte nicht wirklich irgendwo Truppen, wo wir beziehungsweise irgendwo das Gold, wo ich was Großes anstoßen konnte, denn ich will mir den Bob auch nach wie vor freihalten für den Warden. Der geht in jedem Fall, denke ich mal, dass ich so viel nachfarmen kann, nach dem Community Clan wieder hoch. So, der ist schon mal Gold 0. Wo hat er denn jetzt noch Elex? Da hinten, okay. Da hinten hat er noch ein bisschen was. Die Ecke stürmen wir einfach hier. Dann nehme ich vielleicht noch ein bisschen was Dunkles mit. Müssen wir mal schauen. Vielleicht hier rein. Mal sehen, dass ich da gleich vielleicht meinen King reinkriege oder so. Ich verbrauche hier immer in der Regel die ganze Armee, weil dann habe ich nicht so eine Halbarmee, die dann nachkommt oder so, sondern habe so ein bisschen was. Oh, die sollen mir so ein bisschen darauf gehen und die können jetzt so ein bisschen, mal sehen, ob ich das zweite Lager nicht doch noch kriege hier. Das Lager hier unten, ja, das sieht noch ganz gut aus. Das kriegen wir in jedem Fall mit. Also noch ein bisschen Dunkles abgegraben und der ist ja auch noch relativ voll. Den müsste ich mir eigentlich mit meiner Queen, oder hole ich mir die mit dem King? King, Queen und da unten vielleicht noch das Lager dann mit Queen und Warden. Ja, wir können das einfach mal anchecken. Ich ziehe hier mal den Dicken raus und hier unten ziehe ich jetzt einfach mal den Warden mit seiner Queen rein. Müssen wir mal gucken, wie die denn hier so gehen. Und er hier soll mir ja auch nur das Lager wegmachen. Jetzt noch den Bogenschützenturm da. Und jetzt geht es erst da drauf. Okay. Okay. Das haben wir gerade noch so geschafft. Aber ich denke mal, das kann ich mitnehmen, auch das Dunkle hier. 291.000. Jetzt haben die eine ganz, ganz kurze Downtime. Okay, die Queen ist mir jetzt fast gestorben. Aber ich mache hier in jedem Fall jetzt mit meiner Kobi-Armee weiter. Denn ich muss natürlich noch ein bisschen mehr reinfarmen und muss ja auch noch meinen zweiten CK-Angriff machen. Aber ich zeige euch schon mal den Clan hier. Ich habe ihn nämlich in meinen Bookmarks mittlerweile drin. Dann habt ihr auch noch mal den Tag für heute Abend und es ist der Clan-Herausforderer hier. Ihr seht das auch, mit wem ich hier im Moment zugange bin. Es ist der Thiele. Ich denke, es sind bekannte Gesichter für euch. Thiele, Nico, Brennerchen und der Toto, der fliegt natürlich hier unten, der Leader. Den Posten übernehme ich heute Abend hier, aber die drei unterstützen mich hier. Und also Öffnung gegen 19 Uhr, ab Rathaus 6, keine CK-Sperre. Ich meine, ich habe selber CK-Sperre, aber ich habe gute Laune. Gute Laune ist mitzubringen. Grüße Thorsten. Also dieses Video hier wird ja jetzt auch nicht so super lang. Ich wollte letztendlich nur noch mal die Info rausgeben, dass es heute Abend losgeht. Wie es denn losgeht, das weiß ich noch nicht. Es kann sein, wie gesagt, dass ich das Ganze in einem Livestream so ein bisschen mitbegleite. Da muss ich mal gucken, wie ich dann Lust habe und wie ich dann letztendlich auch hier so ein bisschen Luft habe. Also Lust habe ich, aber ob ich hier dann Luft habe zu so einer frühen Zeit, 19 Uhr oder 18.30 Uhr oder 18.45 Uhr, ist natürlich hier so eine Hochzeit im Haus, wo hier richtig was geht. Also wo hier natürlich irgendwo
irgendjemand will ja immer wieder was essen, was trinken und dann müssen auch noch ein paar Sachen gemacht werden. Also ich habe ja gedacht, Urlaub ist Urlaub, aber das kennt ihr selber. Urlaub ist nicht Urlaub. Ja, denn meistens hast du im Urlaub viel, viel mehr zu tun, als wenn du keinen Urlaub hast, beziehungsweise man macht sich dann natürlich die Arbeit, aber irgendwo ist ja auch immer so ein bisschen was liegen geblieben. Und es wäre ja schön, wenn ich jetzt einen Gegner finde mit 300.000. Da ist er. Hier ist er schon. Hier ist er schon. Also die letzte Mauer. Ich will unbedingt die letzte Mauer machen. Und aber schön, wenn wir hier noch ein bisschen Elex auch mitnehmen. Dann verbrauche ich nämlich kein Elex hier für die Mauer. Ich hatte mal angeregt im Discord die Tage. Es wäre auch schön, wenn Supercell so ein bisschen vielleicht das Ganze so, man kann Hälfte mit Elex bezahlen und Hälfte vielleicht mit Gold bezahlen. Also so ein 50-50-Kauf. Kann man ja mal machen. So, was haben wir denn jetzt? 978, 979, oh, da muss noch ein bisschen was gehen. Die 300 haben wir noch nicht ganz, aber wo haben wir denn eigentlich noch Goldlager? Ah, da hinten haben wir noch ein Goldlager. Hier haben wir noch ein Goldlager, dann müssen wir hier aber die ganze Seite wegräumen. Das geht nicht anders an der Stelle. Dann nehmen wir hier schon mal das bisschen Dunkle mit, also das lasse ich dann auch nie liegen. Das nehmen wir einfach mal so mit. Und jetzt gucke ich mal, die brauche ich jetzt an der Stelle mal nicht verbrauchen. Wir nehmen die hier noch mit rein. Die kriegen zwar Beschuss von der Luftabwehr, das ist aber nicht so schlimm. So, das Lager haben wir auch. Wir haben auf jeden Fall die 300.000. Das ist schon mal cool. Und ich würde sagen, dann, wir nehmen hier unten das noch mit. Wir nehmen das hier unten noch mit. Hier ist noch ein bisschen Gold. Ich muss auch dann gleich wieder ein bisschen was ja für die Suche haben. So, hier müssen wir den King wegmachen und die Queen müssen wir hier auch wegmachen. Dann machen wir hier einmal die Mauer auf. Jawohl, das hat geklappt. Wunderbar. Und dann geht der King außen rum. Ja, warum soll der King auch nicht auf die Lager gehen? Aber ich glaube, das eine Goldlager, das nehmen wir hier noch mit. Ja, der ist auf Null. Und geht hier noch ein bisschen was. Aber ich denke mal, den King hier lassen wir jetzt nicht ganz sterben. Nein, den lassen wir nicht ganz sterben. Und damit haben wir 315.000. Wir haben über die 3 Millionen. Und dann habe ich hier endlich meine letzte Mauer fertig. Wow. Okay, letzte Mauer fertig, also alles in Gold. Nochmal zum Checken, ey. Nicht, dass ich eine vergessen habe. Ich habe gestern nämlich gesagt, Mensch, Toto muss nur noch 5 Mauern machen oder nee, 3 Mauern und da waren es noch 4. Aber es sind jetzt 300 hier. Wunderbar, 300 Mauern. Und das ist es, glaube ich, auch von mir gewesen. Ich werde jetzt in jedem Fall meine CK-Truppe hier direkt im Anschluss nachbauen, denn ich muss noch so ein bisschen im Clankrieg angreifen hier. Wir nehmen einmal 16, glaube ich, und ein paar Mauerpiekser mit. 5, 6. Dann können wir hier nochmal was mitnehmen. Golem nehmen wir in der Clanburg mit. Spells haben wir sowieso. Ja, super. Sollte eigentlich nur so eine ganz, wirklich nur eine kurze Folge werden für heute Mittag. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm für euch. Ich hoffe, dass wir uns in jedem Fall heute Abend sehen. Ob jetzt mit Livestream, ohne Livestream. Also der Clan wird auf jeden Fall aufgemacht. Der Clan-Herausforderer. Ich pinne euch den Tag nochmal mit unten rein. Und dann hoffe ich, dass wir uns heute Abend sehen, ohne Mauern verschieben. Bis dahin, euer Toto. Flash.